Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Social-Media-Agentur. In diesem Video zeigen wir euch, wie Instagram in Zukunft Stories und Reels immer mehr miteinander verbinden möchte. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Das Thema Video steht weiterhin bei Instagram an erster Stelle. Erst kürzlich wurde Adam Mosseri in einem Q&A gefragt, ob es überhaupt noch möglich sei, ohne Videos auf Instagram zu wachsen. Er sagte, dass dies ziemlich schwer wäre, da sie nun eine Video-First-Plattform sind. Um das Thema Video noch weiter nach vorne zu bringen, startete Instagram erst kürzlich mit Instagram Video, ein Format, das IGTV ablöst. Als nächstes verbessern sie ein weiteres Videoformat, denn Instagram testet zurzeit Instagram Stories, in denen Videos bis zu 60 Sekunden am Stück gepostet werden können. Bisher werden längere Videos in Instagram Stories in mehrere Teile von bis zu 15 Sekunden geteilt. Dieser Test zeigt, dass Instagram die Integration von Reels in Stories fordern möchte. Denn Reels können schon bis zu 60 Sekunden lang sein. Wird ein längeres Reel in der Story geteilt, dann ist es zurzeit noch so, dass nur die ersten 15 Sekunden gezeigt werden. Instagram arbeitet schon länger daran, dass Reels und Stories immer mehr zusammenrücken. Stories sind seit vielen Jahren eins der beliebtesten Features auf der Plattform. Rund 500 Millionen User nutzen täglich das Story-Format. Im Vergleich zu Story-Angeboten auf anderen Plattformen sind Instagram-Stories am populärsten. Durch den Trend zum Kurzvideo ist es also nicht überraschend, dass Instagram die neuen Reels auch über Stories pushen möchte, damit sich Reels immer mehr etablieren. Zusätzlich dazu wird gerade auch ein Feature getestet, welches Reels aus Story-Inhalten erstellt. Dieses Montage-Feature verwandelt automatisch Stories in ein Video und schlägt dazu die passende Musik vor. Die Verbindung von Stories und Reels befindet sich also schon in der Umsetzung. Um die Verbindung von Reels und Stories noch mehr zu stärken, möchte Instagram außerdem eine neue Weiterleitungsfunktion einführen. Diese soll User noch besser aus den Stories heraus zu den Reels führen. Wie ihr seht, wird Instagram vom Kurzvideoformat bestimmt. Die Plattform arbeitet hart daran, dass Reels zu einem festen Bestandteil der App und täglich von Usern verwendet werden. Durch die Kombination von Reels und Stories könnte Instagram im Konkurrenzkampf mit TikTok einen Vorsprung bekommen. Was haltet ihr von Instagrams Plänen? Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne an die Experten von eBakery wenden. Viel Erfolg wünscht euch, euer eBakery-Team.